Der Junge hier, Us, auch eine ganz, ganz wichtige Person für Stuttgart gewesen, was Bombings angeht. Riesenkisten an der Autobahn gemacht, unter anderem auch im Westen einige Kisten. Hallo, liebe Grüße, hier ist Elmar. Ich möchte sagen, big up an Paranoid Places für eure 10-jähriges Bestehen, die ist eine faszinierende Dokumentation über das Graffiti-Geschehen in den 90er Jahren in Stuttgart. Ich war seinerzeit auch dabei, so ab ca. 92, 93 bis etwa 2000, viel unterwegs mit Leuten wie Us oder Size, abgehangen mit den Leuten aus der OHS-Crew oder der kleineren BPM-Crew. War eine sehr, sehr, sehr geile Zeit damals. Also ich persönlich muss sagen, ich war nicht so der Train-Bomber. Ich habe vielleicht in meinem Leben 10 Train-Pieces gemalt oder so. Mein Fokus war definitiv das Streetbombing. War viel alleine unterwegs tatsächlich, um für mich die speziellen Plätze zu erobern, die Paranoid Places sozusagen. Und ja, zu der Zeit war das so, ja, in der Szene halt der Sport, die craziesten Plätze eben abzugreifen und da sein Bombing hinzuziehen. Mein Style war auch eher immer sehr simpel und schnell mit Chromsilber und schwarz oder roten, fetten, dicken Outlines im Comic-Style, Blockbusters, aber immer noch schon mit Schwung und Style drin und mit ein bisschen Flex. Ich habe das dann immer schon in meinem geistigen Auge vor mir gesehen. Okay, wenn da das Piece rein muss, dann darf das nicht irgendwie so klein in der Ecke hängen und so, sondern das muss natürlich den Platz, der da zur Verfügung ist, möglichst ausfüllen und reinpassen. Ja. Was ich eben so aufregend fand am Streetbombing, war eben immer die Tatsache, dass du sozusagen, du wurdest ja immer mehr oder weniger gesehen. Je nachdem, wie frequentiert der Platz war, wo Leute vorbeigekommen sind oder auch die Polizei vorbeigefahren ist, du musstest die, um nicht aufzufallen, immer für die Zeit, in der du gesehen werden konntest, eine Rolle geben. Das war natürlich extrem schwierig, wenn du irgendwo auf dem Dach standest und da deine Lines gezogen hast. Aber zum Beispiel in der Straße selber, wo nachts irgendwie ein paar, zwei, drei Leute vorbeigekommen sind und alle 30 Sekunden ein Auto. Zum Beispiel, das war halt total witzig immer, entweder du hast irgendwie ein Mittel dabei gehabt, mit der du abgehangen bist und dann knutschend in der Ecke gestanden bist und dir die Rolle halt eines verliebten Pärchens gegeben hast. So. Und unten drunter stand deine Tasche, deine Baumwolltasche mit den Cans drin. Oder keine Ahnung, du hast auch einen Besoffenen gemimt, halt, der torkelnd nach Hause läuft oder so. Dann war die Straße wieder rein und die Luft rein und du bist zurückgegangen zu deinem Piece und hast halt 40 Sekunden weitergemalt. Das war eine coole Zeit, dabei gewesen zu sein, das alles gestartet zu haben mit den Leuten damals und freue mich sehr, dass ich ein Teil der Doku sein kann und durfte und ja. Paranoid Places habe ich bei seiner Premiere damals im Delphi Kino in der Tübinger Straße in Stuttgart gesehen und vielen Dank für diese einmalige Dokumentation aus dieser super coolen Zeit. Check. Peace.